Hallo und herzlich willkommen zurück bei einer weiteren Folge Assassin's Creed Valhalla. So, wir werden mal jetzt zu Valka zurück. Wir werden jetzt zurück nach Asgard gehen und da gucken, dem Schicksal verpflichtet. Wir werden jetzt mal so ein bisschen hier den Rest abarbeiten. In der letzten Folge haben wir ja quasi ja, das letzte Fipselchen hier abgeschlossen, sag ich mal. Und von daher machen wir jetzt nur noch die Flicken. Und werden wir bestimmt noch ein bisschen mit zu tun haben. Mein Kopfhörer sitzt nicht richtig. Jetzt juckt mir die Wange. Valkas Aufzeichnung. Okay. Na dann mal los. Zurück zu den Göttern. Na, Mieze. Die Nornir sagten, ich würde dich hier antreffen. Das Seil ist fertig. Gleipnir ist dein Name. Hinter dieser Wunde steckt bestimmt eine gute Geschichte. Die ein anderes Mal erzählt wird. Hab Dank dafür. Du darfst kein Spiel lassen, wenn du das Biest fesselst. Das Seil staucht und streckt sich, wie du es brauchst. Wie gut hält es? Das Biest könnte sich widersetzen. Je enger du das Seil ziehst, desto fester wird es und desto größer wird der Schmerz, bis sich das Tier nicht mehr bewegen kann. Danke, Ivaldi. Du darfst gehen. Fort aus Asgard, meinst du? Meine Schuld bei dir ist gänzlich beglichen? Ja, wie versprochen. Ich danke dir, Harvey. Ich hätte nicht gedacht, dass du dich erinnerst. Wohin wirst du nun gehen? Unter die Berge von Svartalfaheim. Unsere Berge. Um die Reichtümer der Erde freizulegen. Das kann ich am besten. Da soll ich später, glaube ich, auch noch hingehen. Den Land der Zwerge. Gut. Ich würde sagen, wir machen mal Folgendes jetzt. Ich würde jetzt sagen, den ändern wir mal mit den. Ist ja. Ist das Odins Speer? Ich glaube, ja, hat sie doch irgendwas gesagt gehabt. Wir sind ja jetzt hier quasi Harvey, aber in Wirklichkeit sind wir ja eigentlich Odin. Auge haben wir schon verloren. So, gucke ich mal kurz hier. Wo haben wir denn hier? Bindendes Schicksal. Kapitel 5. Eivor kämpft gegen Odins Untergang an, um Asgard zu retten. Sprich mit Tyr. So. Wo ist denn der gute Tyr? Da drüben irgendwo. Okay. Kommen wir hier irgendwie runter? Irgendwo, wo wir hier hin? Oh, was ist denn das hier? Mal schön runterkraxeln hier.
Boot ist hier nicht gerade in der Nähe, nee. Warte mal, hier hinten ist ein Boot, oder? War hier nicht ein... Da ist ein Boot. Da ist ein Boot. So, Führung übernehmen. So, dann wollen wir mal zum Questziel, wa? Ach, ich bin ganz aufgeregt. Ganz aufgeregt! Wir haben ja, wie gesagt, noch ein bisschen zu tun hier. Vom Hauptspiel, was jetzt das Hauptspiel noch hebt, haben wir noch genug zu tun. Und ja. Ich sag mal so, ich habe ja nicht alles aufgenommen gehabt. Also die ganzen Rätsel oder so. Wer die machen möchte, der kann sie jetzt Spiel gerne selber holen. Ist ja schon öfters jetzt mal im Sale gewesen oder kommt doch noch die Zeit, wo es günstiger ist. Ich habe letztens Odyssey für 20 Euro, nee, unter 20 Euro gesehen. So. Da will ich hin, Junge. Keine Ahnung, wo er mich jetzt gerade hinfahren wollte, aber ich will hier hin. Ja, und wie gesagt, wir haben ja noch die DLCs, haben wir ja jetzt dann auch noch vor uns. Bist du hier? Tür ist mein Lieblingsgott. Aber auch nur wegen God of War. Oh, ich freue mich da auf den nächsten Teil, ja. Der klopft ja auch nicht. Harvey, welch Wohltat für meine Augen. Was ist mit deinem geschehen? Ein Opfer für etwas Wichtigeres. Ist der Wolf in der Nähe? Ja, er ist gewachsen. Ich habe ihm Gesellschaft geleistet. Doch ist er von einer unerklärlichen Traurigkeit befallen. Bedauerlich, aber notwendig. Ich wusste gleich, dass dieser Wolf ein schlechtes Omen ist. Anfangs hatte er ein sanftes Wesen. Doch unser Misstrauen und unsere Grausamkeit nahmen dem armen Wolf seine Freude, sein Leben. Wäre es also barmherzig, ihn zu töten? Es ist zu spät für diese Gnade. Dieser Wolf hat so viel Kraft, wir könnten es zusammen kaum mit ihm aufnehmen. Ich fürchte, er ist von einer Stärke erfüllt, die ihn ewig leben lässt. Dann werden wir ihm ein anderes Schicksal anbieten. Dieses Seil ist unzerstörbar. Du musst ihn überzeugen, es zu tragen. Es wird als Leine fungieren, deren Magie anzeigt, dass er keine Gefahr darstellt. Eine Versicherung für die Aesir, die ihn fürchten. Ein Leuchtfeuer, mehr nicht. Kein Leid soll dem armen Fenrir widerfahren. Fenrir, ja. Du kennst den Namen des Geschöpfs. Hat Loki ihn dir gesagt? So ist es. Ein guter Name. Ja, der im Sumpf lebt. Ein passender Name angesichts seines Schicksals. Ist das Tyr oder ist das Loki? Kann man sich hier überhaupt noch sicher sein, wer ist? Fenrir! Gute Neuigkeiten! Lass mich. Ich wünsche dir das Beste. Doch noch immer herrscht große Furcht in Asgard. Die Aesir sorgen sich ob deiner wachsenden Größe und Stärke. Tun sie das. Wieso sollten sie sich denn fürchten, alter Freund? Harvey bringt eine Leine, die von Zwergen gefertigt wurde. Ein Leuchtfeuer, das wir aus der Ferne sehen, damit wir wissen, wo du bist. Trage es, und du darfst in Asgard leben und gedeihen. Das riecht irgendwie faul. Trag die Leine, oder geh zurück nach Jötunheim. Triff deine Wahl.
Sohn des Loki. Habe ich dich nicht mit Güte behandelt? Wir beide sind verbunden. Und wie ich meinem König traue, so traue du auch mir. Öffne dein Maul. Als Zeichen des Vertrauens kannst du mir meine Hand nehmen, falls ich lüge. Schön. Mach schnell, Harvey. Es brennt! Harvey? Lügen! Befreie ihn! Harvey! Hier bleibst du, Sumpfbewohner! Was zittert denn hier so? Hier stirbst du! Übelstifter. Brüder werden einander befehden und einander fällen. Du sprichst in Rätseln. Der Sitz der Götter wird rot. Hä? Rot vom Blut. Hä? Er brennt schon mal. Oh, eigentlich wollte ich ausweichen. Hä? Okay, das bringt ja bei ihm ja nichts. Was war da? Ich hab's nicht gesehen. Da, Fesseln. Fesseln. Windzeit, Wolfszeit. Wo hast du diese Weissagung gehört? Ist da wieder Fesseln? Hä? Wo? Wo? Ich sehe nicht. Hä?
soll ich mit dem machen? Vorhin war hier noch was mit Fesseln, aber hier ist nichts mit Fesseln. Hier passiert überhaupt ja nichts. Ist jetzt schon wieder verpackt hier die Scheiße? Ist hier irgendwas? Geht überhaupt nicht. Was ist das hier für eine Scheiße? Alter, als ob, Junge, was soll ich hier machen? Hilfe, ich weiß schon wieder nicht weiter. Hier, ich häng schon wieder fest hier. Oh, ey. Ist der verpackt oder was? Ich muss bestimmt hier den weiter irgendwie... Der fällt ja bei jedem Schlag um. Hier passiert ja gar nichts mehr. Kann ich hier auf den Ruf klettern oder sowas? Da passiert einfach nichts. Und ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich glaube, es ist verbuggt. Okay, laden wir die Scheiße nochmal neu. Oh, ey. Automatisch, manuell. So, was haben wir jetzt für eine Uhrzeit hier? 16.28 Uhr. Ist das das letzte hier, wa? Ja, komm. Ach, das ist wie mit dem anderen Wolf. Den wir schon mal hatten. Ne, mit dem Hirsch? Oder mit dem Wolf? Wo auch nichts funktioniert hatten. Avi, welch Wohltat für meine Augen. Was ist mit deinem geschehen? Ein Opfer für etwas wichtig. Ja, er ist bedannt, wäre ich dann naja. Naja, komm. Fenrir! Gut. Brüder werden einander befehden und einander fällen. Du sprichst in Rätseln. Der Sitz der Götter wird rot. Rot vom Blut. So, jetzt ist er wieder in der Phase hier, so. Sicherheit müssen wir. Siehst du? Zack. Wo ist es jetzt? Da, fesseln. Wund klafft der Himmel in diesen Tagen. Windzeit, Wolfszeit. Wo hast du diese Weissagung gehört? Hä? Hä?
wollte gerade ausweichen. Da passiert jetzt auch nichts. Wackelt hier alles. Da siehst du, jetzt kommt das Fesseln. Habt ihr gewusst? Mann, diese verfuckte Scheiße, Alter. Kotzt mir an, soweit. Dann kommt das zweite große Leid, wenn Harvey sich dem Wolf im Kampf stellt. Woher weißt du diese Dinge? Das ist die Geschichte, die ich mir des Nachts erzähle, wenn ich in Kälte und Dunkelheit schlafe und davon träume, dein Fleisch zu... Mein Fleisch, was? Mein Fleisch wird nicht essen. Das ist die Geschichte, die ich mir des Nachts erzähle, wenn ich in Kälte und Dunkelheit schlafe und davon träume, dein Fleisch zu kosten. Ah ja, muss ja nicht sein, ne? Na komm schon. Wenn man andere Dinge tut, anstatt auf das Ausweichen zu warten. Oh, weg. Weg. Dauert. Jetzt, na endlich. Jetzt haben wir ihn. Oh. So. Dem Schicksal ein Schnippchen schlagen. Oh oh. Ich konnte den Todesstoß nicht setzen. Meine Eide bleiben ungebrochen. Jeder Geringere hätte seinem Hass freien Lauf gelassen. Was ein Zufall. Hätte es nur einen anderen Weg gegeben. Es gab keinen anderen Weg, Harvey. Unser Schicksal steht fest. Schicksal oder nicht, du hast für mich ein großes Opfer gebracht. Es war nicht für dich. Du hast dir mit deiner Gnade keinen neuen Freund gemacht, Herr der Geistesschwachen. Ich werde dich töten, euch alle. Ich fress mich am Äsirfleisch fett. Du magst den letzten Schlag ausführen, Sohn des Loki. Doch ich genieße meine Jahre der Freiheit, bis wir uns wiedersehen. Komm, alter Freund. Die heilenden Hände Freyas können dir helfen. Der Speer ist gut. Kommt ihr zu sagen, was ich fürchte? Wir sagen nichts, doch wir zeigen. Eine Vision der Zeiten, die kommen. Kein Lebender oder Toter kann jemals Harveys Hochmut erreichen. Zu glauben, dass du dein Schicksal so ändern könntest.
So sehr du dich auch mühst, so sehr du dich auch wehrst, die Fäden des Schicksals binden dich so fest wie ehedem. Und doch, aus diesem Muster entkommt ein Faden dem Gewühl und haftet sich stur an das Gespinst. Äsir, Vanir, euer Untergang kommt. Die Erde wird beben, die Sonne wird sterben. Jötnar werden eure Wege bevölkern, während es Feuer auf euch herabregnet. Und der große Fenriswolf wird sich an eurem Blute laben. Doch du hast einen Weg gefunden, den Schrecken zu überleben. Lass es fließen. Den Tod zu überlisten. Vom Lebensbaum kommen wir. Zum Lebensbaum kehren wir einst zurück. Dein Huga wogt in eine Zeit lange nach der deinen. In eine Zeit, in der du wiedergeboren wirst. Niemand darf folgen. Schon gar nicht Loki. Es ist getan. Nun stellen wir uns dem Ende. Schön, dass das plus 30 FPS sind, dieses Video hier, diese Videosequenz. Asgard-Saga abgeschlossen. Heute sollte ich noch nicht sterben. Sind wir durch? Ist das jetzt fertig? Durch. Questmäßig wird mir hier noch was angezeigt, aber wie komme ich jetzt hier raus? Aufwachen. Die betrayed hier gleich in den Keller. So, jetzt müssen wir bestimmt noch mit Valka reden, oder? Die fragt uns doch sicherlich aus. Oh, wartet. Valka umgekippt. Eivor, du bist erwacht. Ich hoffe, du bringst neues Wissen. Ja. Ich war wieder in Asgard. Und was hast du gesehen? Ich fesselte den Fenriswolf, Lokis Sohn, mit einer unzerstörbaren Leine. Das Biest war erzürnt von meiner Tat. Wir kämpften und ich siegte. Aber ich konnte es nicht töten. Du tauchst ein in Legenden. Dinge, die ich nicht für wahr gehalten habe. Gleichnisse. Doch du durchlebst sie wie Erinnerungen. Ich fühlte jeden Moment und sie waren echt. Wie du und ich, die wir hier sitzen. Das ist wundervoll. Was sagst du noch? Es gab einen Verrat. Ich betrog meinen Freund, Tyr. Ich sah zu, wie der große Wolf ihm den Arm aus der Schulter riss. Ich hätte es mit einem Wort verhindern, ihn warnen können. Aber ich tat nichts. Wie hast du dich gefühlt? Sein Schmerz berührte mich nicht. Da war kein Hass. Aber ich bereute meine Gleichgültigkeit nicht. Wie Gift, das nach Wein schmeckt. Maßlose Selbstbezogenheit kann sich so anfühlen. Was hast du noch gesehen? Ich sah eine letzte Vision der Nornir. Das Herannahen von Ragnarök. Da waren nur Feuer und Asche. Ein Chaos, übel wie der Wind aus den Tiefen von Ginnungagap. Doch wir waren bereit für den nahenden Sturm. Zu acht tranken wir Met und gingen gemeinsam unserem Ende entgegen. Das war das Ende der Prophezeiung der Nornir.
Wie seltsam. Was sahst du noch? Mehr habe ich nicht verstanden. Also gut. Es erscheint mir klar. Der erste Traum sprach von der Furcht vor dem Verrat, die auf dir lastet. Odin schien es angemessen, sein grenzenloses Wissen mit dir zu teilen und den Schatz seiner Erfahrung. Vielleicht soll dir seine Geschichte eine Warnung sein. Seine Gleichgültigkeit ist bedauernswert. Folge nicht seinem Beispiel. Sonst erwartet dich nur Einsamkeit, eine Verbannung schlimmer als der Tod. Ich verstehe. Oder zumindest hoffe ich das. Danke, Balka. Okidoki. Es wird immer weniger hier, wa? Gut, dann würde ich sagen, machen wir mal in der nächsten Folge die Absturzstelle untersuchen und ja, bis dahin würde ich sagen, haltet die Ohren steif und tüdelü.